Was erreicht man in IFC 24 ohne FC Points Tag 74? Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal, Freunde. Die Serie darf nie enden und deshalb geht's hier direkt rein in eine weitere Folge. Und wir probieren heute ein paar Road to the Final Cup zu ziehen. Unser Team sieht knackig aus, 1,3 Millionen Coins sind auf der Uhr. Ich habe auf jeden Fall gut Coins gemacht mit der letzten Weekend League. Ist ein bisschen was bei rumgekommen. Jetzt auch nicht crazy viel, aber ein bisschen was ist bei rumgekommen, sodass wir jetzt wieder bei 1,3 Millionen Coins rausgekommen sind und es ist relativ viel Content rausgekommen, muss man sagen. Wir werden heute den 87 Plus Icon Pick ziehen. Mal schauen, ob der besser ist als der 88 Plus Icon Pick. Dann werden wir nochmal einen 11x84 Plus ziehen. Alle drei 10x83 Plus, einen 85 Plus Pick, eventuell noch ein paar von den 82 Plus Upgrades abschließen und dann sieht das Ganze auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich sagen. Und wir starten auch direkt rein in die Folge mit einem 85 Plus Pick. Ich bin mal gespannt, ob wir heute einen Road to the Final ziehen können. Die sind nämlich extrem selten, habe ich das Gefühl. Oder besser gesagt, ich habe nicht das Gefühl, die sind extrem selten. Es ist einfach Fakt, dass man die fast nicht ziehen kann. Aber, okay, haben einen Inform im 85 Plus Pick. Dachte kurz, der Rahmen hier von der Karte war ein bisschen größer, könnte eine Road to the Final Karte sein, aber knapp daneben. Ansonsten habe ich hier einige Bronze- und Silber-Packs und da bin ich mir noch unsicher, ob ich die sparen soll, weil der gute Spexy in seinem Video meinte, was auch stimmt, also Shoutouts an den Mann, dass man die Packs gut sparen kann fürs Future Star Event, was am Wochenende rauskommt. Und die meisten Future Star Karten starten ja als Base-Karte bei einer Silber- oder Bronze-Karte teilweise. Und die kann man dann auch aus den ganzen Silber- und Bronze-Packs ziehen. Und deswegen bin ich da aktuell am Überlegen, ob ich die auch einfach sparen soll, weil ich brauche die halt eh gerade nicht. Das große Problem wäre jetzt einfach, wenn irgendwelche größeren Packs hinten dran wären, dann würde ich eventuell die Gold-Packs wegziehen oder ein paar Bronze-Packs. Ich glaube, die meisten Future Stars sind tatsächlich dann am Ende Silberkarten und dann können wir es am Freitag zum neuen Future Star Event dann über die Silber-Packs versuchen, die Karten zu ziehen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den 10x83 Plus Packs und versuchen darüber dann noch ein paar Karten zu sammeln. Haben auch noch ein bisschen was im Verein. Ich habe allerdings fast gar keine 84er mehr im Verein, nur noch 83er. Gut, Llorente, den haben wir gerade gezogen. Ja, das ganze Futter, was wir zum Team of the Year am Start hatten, das ist so langsam aber sicher aber auch schon wieder weg, was die 83er, 84er Karten angeht. Okay, 83er habe ich wirklich noch crazy viele, wie wir hier sehen können. Mehrere Seiten, also damit scheint es noch ganz gut zu laufen. Aber unendlich Karten habe ich davon auch nicht. Und ich würde sagen, ich mache erstmal Pack Nummer 1. Da ist das Ding. Erstes 10x83 Plus ist ready. War perfekt, dass wir den Inform gezogen haben. Da müssen wir jetzt auch wirklich jedes Mal drauf hoffen, dass wir jetzt aus jedem Pack einen neuen Inform ziehen. Und jetzt ist die Frage, wo landet das 10x83 Plus? Okay, es landet perfekt vor diesen Gold-Profi-Packs. Das sind diese täglichen Upgrades, die man machen kann. Nehmt die mit, Freunde. Goldkarten bekommt ihr da auf jeden Fall auch ordentlich. Das ist auf jeden Fall clever, die mitzunehmen. Und wir starten hier rein mit Trent Alexander-Arnold. Kein Double Walkout. Ja, ich bin mal gespannt, was wir heute so an Karten ziehen werden. Vielleicht ist aber ein Inform dahinter, was sehr cool wäre. Es ist aber keiner dahinter. Hier ist Pack Nummer 2 am Start. Muss jetzt einen Inform kaufen. Die sind zum Glück aktuell nicht ganz so teuer. 22.000 Münzen. Ich glaube, aktuell ist es wirklich besser, Informs zu kaufen, als die Inform SBC zu machen. Klar, man bekommt bei der Inform SBC dann auch noch ein paar Packs. Okay, never mind. Die Inform SBC kostet 21k, Informs kosten 22, aber es nimmt sich nicht viel und da ich faul bin, kaufe ich mir einfach lieber aktuell einen Inform vom Markt für 1000 Münzen mehr und verzichte dann auf die 1-2 Untrade Packs, die man da bekommt. Was natürlich schon insgesamt besser ist, wenn man das macht, weil man kann da auch oft Informs rausziehen, habe ich auch schon oft geschafft, aber wie gesagt, ich bin faul und deswegen habe ich ihn einfach gekauft. Wir gehen rein ins nächste Pack, ziehen einen Inform, überragend. Das ist wieder der Codes und wahrscheinlich ist es auch der einzige. Diese Packs wurden so dermaßen genervt, also ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube im Dezember, November gab es die Packs doch schon mal und da waren die so viel besser, aber auch das Pack trifft das jetzt nicht so zu. Klar, wir haben keinen Gold Walkout drin, aber zwei Informs war schon
sehr, sehr gut. Und damit ist das letzte 10x83 Plus Pack auch erledigt. Das war doch das letzte, oder? Das ging echt schnell, muss ich sagen. Es war tatsächlich das letzte. Wir werden uns auf jeden Fall fürs Future Star Event einiges an Packs aufsparen. Ich bin mir gerade auch noch nicht sicher, ob diese Woche unter der Woche noch eine weitere RTG-Folge kommt oder ob es dann zum Future Star Event weitergeht. Weil ich bin nicht der größte Fan vom Road to the Final Event, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der Hype bei euch ist da auch teilweise nicht so krass am Start. Future Star Event ist aber eine ganz andere Nummer und da freue ich mich riesig drauf. Eins der besten Events des Jahres, ist einfach jedes Jahr richtig, richtig cool, wie ich finde. Und jetzt gehen wir rein ins letzte 10x83 Plus und wir ziehen keinen Walkout, oder? Nee. 84er, es kracht dermaßen. Was ist das denn? Hilfe. Und damit machen wir weiter, Freunde, mit dem 11x84 Plus Pack. Ich habe einfach gar keine Walkouts bekommen, also nicht wirklich. Also das ist krass. Die 10x83 Plus Packs waren es nicht, wirklich nicht. Und damit gehen wir jetzt hier rein in das 11x84 Plus Pack. Ich hoffe, die sind ein Ticken besser. Da ist das Ding. Man muss da auch richtig viel für abgeben. Also allein für das Ding hier habe ich jetzt zwei 87er und einen 86er Innenform abgegeben. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Ziehe ich jetzt aus einem 11x84 Plus diese zwei 87er und einen Innenform wieder zurück? Ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln. Also weiß ich jetzt nicht. Aber wir testen's. Okay, und jetzt komme ich ganz hinten nicht ran. Deswegen die Gold-Profi-Packs ziehe ich, weil daraus... Ja, sehe ich es eigentlich fast gar nicht kommen, dass wir da einen Future Star ziehen. Deswegen nehme ich die Goldcard mit und die können wir dann wiederum zum Future Star Event dann auch in Upgrades vorher stecken. Diese 82 Plus Packs zum Beispiel können wir einige mitnehmen. Also Future Star Event wird auf jeden Fall wieder ordentlich angegriffen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich probiere heute auch auf jeden Fall alles fürs Road to the Final Event. Aber zum Future Star Event bin ich auf jeden Fall wieder mehr motiviert. Und war das ein Walkout gerade? Ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht. Und damit sollten wir jetzt rankommen. 11x84 Plus ganz hinten. Und mir fällt gerade ein, ich habe auch noch einige Packs über die Ziele abzuholen. Die können wir uns auch gleich noch abholen. Und damit gehen wir rein. 11x84 Plus. Inform ist am Start. Und es ist Teria. Digga, es ist so traurig aktuell. Das ist ein 11x84 Plus Pack. Wir ziehen keinen Walkout. Klar, zwei Informs, wieder eine coole Sache. Aber was zur Hölle haben die da schon wieder gemacht mit dem Packweight? Das entwickelt sich in eine ganz, ganz schlechte Richtung, Freunde. Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Gerade dieses Video, was ich am Sonntag hochgeladen habe, als ich über 200 Packs verzogen habe. Top zum neuen Event. Das war auch schon richtig krass und da habe ich ja auch nichts gezogen. Und tatsächlich sind jetzt die EA-Server down, Freunde. Perfekt, wir sehen uns gleich wieder, wenn sie wieder am Start sind. So, Freunde, da bin ich wieder. Die Server scheinen wieder zu laufen und jetzt holen wir das ab, was ich eben abholen wollte. Hier, ja, aus dem Season Pass einmal John Arne Riese. Ist auf jeden Fall eine nice Karte, aber wird bei mir wahrscheinlich irgendwann mal, ja, in der SBC landen. Dann haben wir hier sogar nochmal ein weiteres 10x83 Plus Pack. Die waren ja eben so überragend, da freue ich mich und bin gespannt, wie das sein wird. Dann habe ich hier beim Rätselguru noch weitergemacht und hier haben wir noch ein 10x83 Plus und ein 3x85 Plus Pack. Also auch nochmal ein bisschen was an Stuff, worüber wir jetzt versuchen, nochmal irgendwelche Walkouts zu ziehen, denn ja, die brauchen wir, um gleich den Icon Pick abschließen zu können. Schauen wir mal, was wird. Ein paar Packs sind am Start. Ich habe das Gefühl, EA hat die Walkouts extrem runtergeschraubt aktuell. Aber wer weiß, wir haben jetzt nochmal drei gute Chancen hier aus zwei 10x83 Plus Packs und aus dem 3x85 Plus Pack irgendwelche Walkouts zu ziehen. Das hier ist aber wieder keiner. Es ist wieder eine 84. Also das ist wirklich, okay, es ist eine 85. Aber dann noch ein 84er und sonst alles 83. Was passiert hier gerade? Wirklich crazy, wirklich. Wir gehen rein. Nächstes 10x83 Plus Pack. Auch kein Walkout. Chillig. Wirklich, es ist wieder ein 85er und ja, diesmal ein paar 84er, mega. Dann gehen wir jetzt hier rein ins 3x85 Plus. Also wenn da kein Walkout drin ist, dann ist wirklich Ende Gelände. Also dann ist wirklich Ende. Es ist kein Walkout.
3x85 plus. Also irgendwas stimmt hier gerade absolut gar nicht. Klar, es sind wieder zwei Informs. Klar, aber man zieht keine Walkouts. Es ist unmöglich aktuell. Ich weiß nicht, was EA da umgestellt hat, aber irgendwas stimmt hier absolut gar nicht. Also es ist ganz, ganz merkwürdig, was hier gerade passiert. Aber gut, ich will nicht weiter drauf eingehen. Wir gehen rein in die SBCs und schließen noch den 85 plus Pickup. Vielleicht können wir darüber mal einen Walkout ziehen. Let's go. 85 plus Pick ist am Start. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben zum Start der Episode auch schon einen gezogen. Der war okay. Mal schauen, was der hier so drauf hat. Vamos, wir gehen rein. 3x85 plus. Wären es wieder 3,85er? Nee, tatsächlich sind dieses Mal sogar zwei Walkouts am Start. Renard und Joshua Kimmich. Es geht doch, Freunde, es geht doch. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt hier durch die ganzen Packs, die wir gezogen haben, kaum Futter gesammelt für diesen Pick. Also, ja, der wird teuer. Der wird leider echt teuer. So, let's go. Team ist am Start. Irene Paredes, Kimmich und dann noch Casemiro gekauft. Also knapp 100.000 Münzen musste ich jetzt noch zusätzlich zu dem Futter, was ich hatte, ausgeben. Ich check's nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ist bei euch aktuell auch nichts mehr in den Packs drin. In den 10x83 plus, 11x84 plus, 85 plus Packs. Ich habe jede SBC, die es gibt, abgeschlossen. Nichts gezogen. Wahnsinn, wirklich. So, nächste SBC ist erledigt. Boah, es tut gerade unnormal weh, sag ich euch ehrlich. Also, die Icon-Picks und so konnte ich in letzter Woche eigentlich immer richtig easy, größtenteils aus dem Verein abschließen, weil man echt gut Futter bekommen hat, hier und da mal eine SBC und dann Duplikate sammeln konnte. Aber das ist gerade nicht möglich, weil man keine Walkouts zieht. Ich habe das auch schon auf Twitter und so weiter bei sehr vielen Leuten gesehen. Irgendwas stimmt da gerade nicht einfach. Also, irgendwas läuft hier gerade nicht nach Plan. Hoffe ich zumindest, dass das nicht gerade im Sinne von EA ist. Aber wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es das. Wir kennen die Männer doch. So, die letzte SBC ist erledigt. Ich bin bei 950.000 Münzen. So wenig wie lange nicht mehr. Es ist immer noch eine Menge. Easy. Aber ich will halt auch in nächster Zeit immer alle SBCs zu eurer Unterhaltung mitnehmen. Wenn ihr auch noch weiterhin Bock habt auf die RTG, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und supporten. Und ich hoffe, dass sich der Spaß hier jetzt gelohnt hat. Zum Start der Folge waren wir bei 1,3 Millionen. Jetzt haben wir 350.000 weniger, haben aber keinen Road to the Final oder irgendwas Brauchbares gezogen. Jetzt muss der Icon Pick regeln. Einer von 487 plus Base, Thunderstruck oder Winter Wildcard Icons. Let's go. Der Pick öffnet sich gerade hinter Irene Paredes und dann schauen wir uns das Ding an von rechts nach links im Stat Reveal. Komm schon, bitte. Spieler Nummer 1. 84 Physis, 90 Sprungkraft, 92 Def ist crazy. Was ist denn das? Okay. Tempo wird hier wahrscheinlich entscheiden. 68 Dribbling ist aber auch nicht so schlecht. Das kommt mir ultra bekannt vor, die Karte irgendwie. 74 passen, 67 schießen. Ja, okay. Es ist Bobby Moore, glaube ich. Ja, es ist Hierro. Ja, okay. Das war kein guter Start. Hierro. Ja, schon öfter gesehen. Hätte ich drauf kommen können. Spieler Nummer 2. Das Ding ist, sehr viele Leute ziehen hier halt auch wirklich nur Base-Icons raus. Spieler Nummer 2, 84 Physis. Ja, ist okay. 49 Def, 94 Kopfball. Boah, Bruder, wir können es direkt abbrechen. 91 Schuss. Shearer. Oh Mann, Alter, das wird der Fullbruch oder was? Was ist das denn, Freunde? Diese Episode bricht mich heute komplett. Wir gehen rein. Spieler Nummer 3. 64 Füße, sage ich euch ehrlich, nehme ich mit. Das könnte ein kleiner, wendiger Spieler sein. 38 Def. Oh mein Gott. Und dann nur 86 Tripling. Ist das Müll, Digga? What the... Digga! Alter, ich werde gerade sauer, wirklich. Also heute kracht's wirklich... komplett. Letzter Spieler und das ist ein Torhüter. Und es ist Tschech. Oh mein Gott, Alter, das ist crazy. Dafür habe ich 300.000 Münzen ausgegeben. Oh Mann, Alter, ich kann nicht mehr, wirklich. Was ist das denn? Ja, Freunde, ich weiß, ich hatte dieses FIFA sehr viel Packluck, aber das ist krass. Das ist wirklich krass. So, ich habe jetzt hier noch so eine SBC abgeschlossen, so eine tägliche SBC. Die magischen 4. Schauen wir mal. Dafür bekommen wir über die Ziele auch nochmal ein weiteres Pack. Sollte jetzt nichts crazy Wildes sein. 2x81 plus. Aber ja, besser als nix, ne? Besser als nix. Und das Ding ziehen wir jetzt
ebenfalls weg. Müsste relativ weit hinten sein. Das eine Pack ist auch tradable und wir haben sogar nochmal ein Pack aus dem Icon-Pick. Also wer weiß, ne? Wer weiß. Gerade richtig viel Untrade-Müll gezogen. Vielleicht ziehen wir jetzt tradable was Gutes. Also aus dem Icon-SBC-Pack war schon mal nix und aus dem täglichen Pack ist auch leider nichts drin. Freunde, es tut mir leid, wir haben alles gegeben. Wir haben alle SBCs gemacht, wir haben den Icon-Pick gemacht. Heute soll es nicht sein mit irgendwelchen Spezialkarten oder etwas besseren Karten aus den Packs. Deswegen, wir probieren es jetzt mit dem Gameplay. Mal schauen, ob das besser läuft. 10 Spieler haben wir vor uns. Das ist unser Team. Damit haben wir auch in der Weekend League gezockt. Ich bin noch nicht zu 100% von Kimmich überzeugt, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand Modric immer einen Ticken besser. Offensiv war Modric definitiv besser als Kimmich. Aber ich meine, er hat ja auch bessere Offensiv-Stats. Aber ich gebe dem Mann jetzt nochmal eine Chance in der Weekend League Quali. Wenn er nicht performt, können wir auch erstmal wieder Modric spielen. Ist ja eigentlich alles halb so wild. Da können wir auf jeden Fall switchen. Ich habe auch so viele Karten im Verein. Da können wir easy ein bisschen durchrotieren und mal hier und da ein bisschen was testen. Mittlerweile gibt es da nämlich wirklich viel Zeug, was ich mal spielen könnte. Und wir schauen uns den ersten Gegner an in der Weekend League Quali. Und der zockt hier mit einem stabilen Team. Eusebio macht er gut 1-0. Ja, Maldini bekommt den Ball auf Kaká, macht er nicht schlecht. Maldini, Digga, what? Wo holt er den denn her? Ja, George Best zum 3-0. Und der Gegner quittet in der Halbzeit, wir stehen 1-0. Rein in Spiel Nummer 2. Okay, der Mann hat 2 Feuerkarten, die sieht man eigentlich auch echt selten. Starker Pass, Kaká auf Mbappé. Und 1-0. Und der Gegner quittet direkt nach 1-0. Das sehe ich doch am liebsten. Weiter geht's ins nächste Game. Interessant, interessant. Team of the Year Earps im Tor. Bin ich mal gespannt. Also immer wenn ich gegen die gespielt habe, hat die eigentlich, muss ich zugeben, nie sonderlich gut gehalten. Einfach auch wegen der Körpergröße. Oh ja. Kaká. Ja, so viel zum Thema, ne? Eusebio auf Mbappé. P und zum 2-0. Ja, Best kann hier easy am Torhüter vorbeispazieren. 3-0. Und auch der Gegner quittet. Wir stehen 3-0. Weiter geht's. Und damit wir jetzt hier noch ein bisschen Meta machen, versuche ich jetzt hier mal die nächsten 4 Partien mit 6 Franzosen kein Gegentor zuzulassen, beziehungsweise maximal 1. Dann können wir da noch die Spieler abschließen. Das wäre eigentlich auch sehr, sehr nice. Das heißt, ich bastel jetzt mal das Team ein bisschen um. Hätte ich von Anfang an machen sollen, weil jetzt kommen mit Sicherheit gleich auch schwierigere Gegner. Und hier ist es unser Team. Sieht knackig aus. Sieht auf jeden Fall auch immer noch sehr spielbar aus. 6 Franzosen jetzt am Start und wir dürfen maximal ein Gegentor kassieren fürs Objective. Und ich muss sagen, ich freue mich, die Legende Blanc wieder im Team zu haben. Der war immer so gut. Ich habe mir schon öfter auch gedacht, ist Alaba wirklich besser als ein Blanc? Meiner Meinung nach fast nicht, muss ich sagen. Und was hat der Gegner hier schon wieder für Team of the Year-Karten im Team? Ja, Kaká mit einem dreckigen 1-0. Diaby geht hier gut durch, legt nach hinten auf Mbappé 2-0. Das sieht auch nicht schlecht aus. Eusebio sieht Diaby und der zum 3-0. Fühlt sich gerade an wie in guten alten Zeiten. FIFA 23 mit dem Road to the Final Diaby. Der war so, so nice. Und macht auch hier als Eiskarte richtig Bock mit dem Technical Playstyle. Wirklich eine Karte, die ich echt mal öfter einsetzen kann. Nächstes Game steht an. Was ist denn das für eine Formation? 4-5-1 irgendwie so? Wild. Oh ja, das sieht gut aus, endlich. 53. Minute und der Gegner drückt direkt Pause und quittet. Junge, ich habe mir wirklich die Zähne an dem Mann ausgebissen. 10 Schüsse aufs Tor, nichts ist reingegangen, hat auch immer gut gemoved. Dies, das, 1-0 und er quittet direkt. Der Klassiker. 5 Spiele müssen wir noch machen und 2 Spiele davon dürfen wir maximal ein Gegentor bekommen. Dann können wir danach auch wieder zum Main-Team switchen, wobei sich das auch echt gut zocken lässt. Ist auch mal cool, was anderes zu spielen. Ja, Mbappé zum 1-0. Oh ja, hier ist aber mal ganz viel Platz beim Gegner. Eusebio. Ja, macht er richtig gut. Richtig, richtig gut. 2-0.
er kommt zum Schuss. 1-2. Jetzt darf ich kein Gegentor mehr in dem Spiel kassieren. Schwierig. Das Tor tut doppelt weh. Hä? Das war ganz komisch. Damit schaffen wir es in dem Spiel leider nicht mit dem Objective. Schade. Ja, Euse wieder zur Führung. Und Kaká zum 4-2 mit dem Trivella. Die sollen demnächst auch gepatcht werden, also sollen abgeschwächt werden. Ich bin mal gespannt, wie viel die abgeschwächt werden. Aber das freut mich natürlich nicht so sehr. Ich mache die schon recht häufig, aber ich finde dann auch wieder einen anderen Weg, Tore zu machen. Easy. Eusebio, Mbappé. Das ist die Entscheidung, 5-2. Eusebio sogar nochmal eine Kiste. Und damit gewinnen wir das nächste Spiel. Wir müssen aber noch zwei Spiele irgendwie mit maximal einem Gegentor rumbekommen. Schauen wir mal, wie das klappt. Spiel Nummer 7 müsste das sein. Okay. Ich glaube, der hat auch 6 Franzosen drin. Kaká auf Mbappé. Und der Gegner moved bodenlos 1-0. Matthäus. Boah, Junge, das war mal ein Brett. Hilfe. Hat ja auch den Powershot-Playstyle, aber der war sehr saftig. Na, hier ist viel Platz. Eusebio Diaby 3-0. Starkes Ding. Eusebio Mbappé 4-0. Und der Gegner meldet die Pause an und win it. Da sind wir doch. Einen Sieg brauchen wir noch fürs Objective. Und ich glaube, 3 Siege brauchen wir noch für 10-0. Vielleicht klappt es ja heute mal wieder. Weiter geht's. Wir stehen 7-0. Und immer wenn wir 7-0 stehen, sage ich das gleiche. Und zwar, mit jedem Sieg, den wir jetzt holen, können wir zusätzliche Rewards erspielen. Und das versuchen wir jetzt hier gegen den Mann. Ja, ist jetzt nicht das heftigste Team. Eusebio, Mbappé, das ist stark gespielt, Kaká 1-0. Kaká bekommt den Ball, sauber. Ja, sage ich jetzt mal wieder nichts zu dem Tor. Gegner meldet auch die Pause an, völlig zu Recht. Das war wirklich ein absoluter Müll mal wieder. Wir stehen 8-0, haben das Objective erledigt. Jetzt können wir die letzten zwei Games auch noch mit dem Main-Team zu Ende zocken. Weiter geht's mit dem folgenden Gegner. Das ist der erste Lionel Messi Team of the Year, gegen den ich komme, ehrlich gesagt. In der Weekend League habe ich, glaube ich, gegen keinen einzigen gezockt. Also, ja, ihn haben zum Glück nicht so viele Leute, wie man vielleicht dachte. Also, vielleicht haben den auch voll viele, aber ich zocke einfach nicht gegen diese Leute. Boah, das war übel stark gespielt. Das könnte jetzt krachen. Eusebio 1-1, Vamos. Und der Gegner mit dem 2-1. Ja, man freut sich schon echt immer extrem, wenn man von Messi Team of the Year First Owner die Bälle gedrückt bekommt. Let's go, 2-2 Mbappé. Ja, komm. Da ist er doch. Kaká, wir führen. Das ist echt ein sehr verödetes Game. Ach, Bruder, dieser Messi, ohne Witz. Und da steht's 4-3. Und das ist das 5-3. Ja, die Abseitsfalle ging komplett nach hinten los. Das wird kein 10-0. Let's go. 10-0 wird's heute nicht, aber 9-1, denn wir gewinnen jetzt noch das letzte Game. Alaba, Salah, Modric, Mbappé. Wilde Aufstellung. Sieht auch richtig weird aus irgendwie, aber wird er wahrscheinlich in-game auch anders zocken, das Ding. Ja, Mbappé 1-0, Gegner moved. Und der Gegner macht es 1-1. Ja, und wir direkt vom Kickoff 2-1. Das sieht gut aus. Best. Komm, Junge, da ist er. 3-1. Und der Gegner quittet. 9-1 ist es am Ende geworden. Schade um die 10 Siege, aber machst du nix. Und eventuell ziehen wir trotzdem was halbwegs Gutes aus den 9 Siege Weekend League Rewards. Darf man auch nicht unterschätzen. Dafür bekommen wir einiges an Packs. Ein 55k-Pack, 45k-Pack und zwei kleine, seltene Gold-Profi-Packs. Abfahrt. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an FIFA 23 RTG, als ich Jairzinho tradable aus
den WL Rewards gezogen habe. Und wir kommen gerade so an die Packs ran, ganz hinten. Starten rein mit einem 45k Pack. Wenn es kein Walkout ist, skippe ich es heute aber direkt, weil alles andere wollen wir nicht sehen. Ab 85 verkaufe ich die Karten, denn 85er kosten, glaube ich, aktuell auch echt viel. Ich glaube 7 oder 8000 Münzen oder irgendwie sogar noch mehr. Also das ist gerade wirklich am Eskalieren, muss man sagen. Weiter geht's, seltene Gold-Profi-Pack klein, wieder kein Walkout, deshalb ein Skipper. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man gerade keine Walkouts und so weiter zieht. Also sehr schwierig, weil die halt im Preis auch so gestiegen sind und dass es damit vielleicht ein bisschen zusammenhängt, ist natürlich übel schade, aber ich kann es mir nicht anders erklären, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war auch kein Walkout, höchstens Modric, aber nein, ist er auch nicht. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt noch das 55k-Pack übrig, beziehungsweise was ist denn hier hinten noch? Ja, ah ne, jetzt haben wir genau 30, ja, 55k-Pack. Unser letztes Pack in dieser Episode, unsere letzte Chance auf The Road to the Final Karte, weil, Freunde, ich sag euch, wie es ist. Wir sehen uns dann wieder zum Future Star Event. Die nächste Folge kommt dann am Samstag, dann mache ich übermorgen, beziehungsweise morgen und übermorgen ein anderes Video oder es fällt vielleicht mal was aus. Dann wieder zum Future Star Event mit Vollgas, mit Elan. Wir ziehen tatsächlich aber im letzten Pack einen Walkout Pajor 87. Immerhin nehme ich mit, immerhin packe ich nach oben. Rest können wir abstoßen in Verträgen und so weiter. Schwimmen wir sowieso. Ich könnte mal anfangen, so ein paar Cam-Styles vielleicht zu verkaufen. Können wir vorstellen, dass wir darüber auch echt nochmal ein paar Münzen machen würden. Und Freunde, soll es gewesen sein zur heutigen RTG-Folge. Future Star Event. Ich freue mich riesig drauf. Road to the Final war für mich persönlich ein absoluter Riesen-Flop, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.